Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Basti's Random Games. Wir spielen weiter in unserer Karriere. Wir brauchen 60.000 notwendige Summe, noch 27, weil wir 33 haben. Wir brauchen aber insgesamt 60.000. Ich gehe mit einem Nissan fahren. Drift! GP Drift-Wettkämpfe werden von K.O.-Turnieren ausgetragen. Alle Mitstreiter werden in Paare eingeteilt und müssen ihren jeweiligen Gegner punktemäßig in einem Rennen schlagen. Wer gewinnt, kommt in die nächste Turnierrunde. Kein Ding, das schaffen wir wohl. Geschwindigkeit und Dauer der einzelnen Drifts. Ja, hohe Geschwindigkeiten bringen auch mehr Punkte ein. Nach einem Drift steht dem Fahrer ein kleines Zeitfenster zur Verfügung, das er nutzen kann, um einen weiteren Drift einzuleiten. Durch das Aneinanderreihen mehrerer Drifts steigt die Combo. Je näher du bei deinen Drifts an die roten Fahnen herankommst, umso mehr Bonuspunkte kannst du dir holen. Pass aber auf, dass du nicht von der Strecke abkommst oder eine Kollision verursachst, da dir in diesem Fall alle gesammelten Punkte wieder abgezogen werden. Viel Glück! Da ist ein Profi-Modus. Oh, Neustart und keine Rückblenden, nee. Größter Drift, 0 Punkte. 2 Siege. Lass den Wagen in jeder Kurve schön seitwärts. Gegen Yusif. Je näher du an die Fahne herankommst, umso mehr Punkte kriegst du. Gar kein Ding. Da, Dingen rocken wir wohl. So. Oh, oh, oh. Hier habe ich voll vercheckt, dass das eine andere Strecke ist. Ich würde sagen, das Ding, das rocken wir da wohl. Machen wir hier nochmal einen Drift raus. Und mal schauen, ob wir Gesicht haben. 40.000! Wuhuhu. Wir sehen den in der nächsten Runde. Nochmal Finger entspannen. Takahiro Ueno, Team T&D. Wir spielen bei Team Orange im Moment. Was ein einfallsreicher Name. Halbfinale. Halbfinale. Muss immer aufpassen, dass er nicht zu weit ausbricht. Sechser Kombo sind wir im Moment. Die verlieren wir aber jetzt. Kurve haben wir diesmal besser genommen als letztes Mal. So, und nochmal hier so einen ganz langen Drift versuchen. ...629.000, meine Freunde. Ich weiß, gute Fahrer würden hier wahrscheinlich 10 Millionen Punkte machen.
Aber die schaffe ich halt nicht. Mittleres Drifttempo 114. Schnellstes Drifttempo 156. Längste Driftzeit 2 Sekunden. Jin Kudo, Top Secret. Das ist das Finale. Nur du und er. Boah. Gehen wir hier an das Limit von unseren Wagen. Schade, den kommt man nicht aufrechthalten, den Drift. Der war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt bloß dem wogegen fahren. Nochmal einen Bernie ziehen. Alles ist voller Qualm. Irgendwie haben wir gerade mehr Punkte gemacht. Trotzdem fast dreimal so viele Punkte. Sogar dreimal so viele Punkte wie er. Von daher. Wir sind wohl der größte Badass Motherfucker hier im Spiel. Ja. Zahlung erfolgt. Krass, für so eine Riesenveranstaltung mit mehreren Rennen gibt es genauso viel Geld. Gut gemacht, Streckensau. Gut gefahren. Das Geld hast du dir verdient. Genauso viel Geld wie für ein normales Rennen. Das ist komisch. Fahre schneller als vorgegeben. Hier können wir das meiste Geld zusätzlich rausnehmen. Ich würde gerne... ...6.000, 7.500... 7.008. Da können wir am meisten Geld machen. Ich erhöhe den Schwierigkeitsgrad, dann gibt's mir Ansehen. Lass mal alles sammeln. Wir spielen einfach so, wie das uns das Rennen das vorgibt. Auf normal, so wie jeder es fahren würde. Weil Spiele sind dafür gedacht, um auf normal gespielt zu werden. Oh, jetzt mit so Formelwagen. Oh. So. Warum brennst du denn vor mir, der Wichser? Ab übers Gras hier. Du überholst mich nicht in, mein Freund. Du wirst schön im Windschatten. Dann machen wir fast einen Abflug. Hohoho. Wir sind aber 11 davon 12, ja. Muss da irgendjemand mal einen Fehler machen? Sieht so aus, als wäre ein Fahrer ins Schleudern geraten. Ich denke, das ist Matthew Turner. Jetzt sind wir 12 da, verdammt.
Boah, der hat einfach so eine krasse Beschleunigung, der Wagen. Der geht einfach so nur nach vorn, dass ich ihn gar nicht unter Kontrolle kriegen kann, weil ich drifte lieber um die Kurven. So, jetzt pirschen wir uns mal hier ein bisschen ran. So lange gerade... So. Raus aus dem Windschatten, go, weiter geht's. Schön, du hast dich auf Platz 9 vorgeschoben. Auf Platz 8. Und weiter geht's. Du Pisser! Die lassen sich hier wie Karts fahren, die Dinger. So, und jetzt wird geheizt. Diesmal gehe ich nicht in die Eisen für diese Kurve. Ich gehe nur vom Gas kurz einmal. Und jetzt Fullspeed. Bei 300 ist das Ding wahrscheinlich abgeregelt. So, da sind wir schon Siebter. Sechster. Versuchen hier ein bisschen auf der Spur zu bleiben. In den Kurven wirklich nur vom Gas zu gehen. Nein! Fuck! Sieht mir nach Totalschaden aus. In so einer Situation hast du drei Möglichkeiten. Erstens, du scheidest aus dem Rennen aus, womit du aber weder deinem Ruf noch deinem Bankkonto was Gutes tust. Zweitens, du kannst das Rennen nochmal von vorne starten. Drittens, du kannst den letzten Abschnitt nochmal versuchen, ohne einen Unfall zu bauen. Wähle einfach in der Wiederholung den Punkt aus, an dem du wieder einsteigen möchtest und drücke die Taste Rückblende. Ja, dann benutzt du natürlich die Rückblende. Und versuchen das hier ein bisschen besser zu machen. Zweiter! Läuft. Jetzt nur noch das Ding nach Hause fahren. Nur noch das Ding nach Hause fahren, meine Freunde. Das könnte der große Sieg für uns werden. Später als der andere bremsen. Ne, das war's. Wir sind Zweiter. Das Dingen ist vorbei. Oder? Doch noch nicht ganz. Wir schieben uns dazwischen und sind Erster. Wir sind Erster. Und wir gewinnen das Rennen. Ein unglaublicher Sieg. So läuft das hier. Krass, dass wir das Ding noch gerettet haben. Ich hatte eigentlich nach der ersten Runde gedacht, so, ja, wir werden so Fünfter, Sechster. Krass. Hat also geklappt. Doch noch. Streckensau. Gut gefahren. Das Geld hast du dir verdient. Wir brauchen noch 4.000. Fahren wir mal mit dem Chevrolet. Den Schwierigkeitsgrad, dann gibt's mir ansehen. Halt doch dein Maul! Was heißt erfahren? Stopp mal eben. Fahrhilfen. Was ist, wenn wir jetzt auf erfahren spielen? Bleiben die Fahrhilfen an. Hier, komm, spielen mal auf erfahren eine Runde. Mal sehen, wie das so wird. Muss einem richtig hinsetzen.
Längster Drift 35 Meter. Also eine McDrive Einfahrt. Washington Tourenwagen. Mit einem Platz unter den ersten 5 erreichst du in diesem Rennen das Prämienziel. Boah, ist das schwergängig, der Wagen. Alter, wir hatten gerade so einen kleinen Kart, ja. Die sind von einem Team, ey. Die helfen sich da, denke ich mal. Und jetzt heizen wir mal. Oh! Boah, die Mucke ist geil. Aus dem Weg da! Und wir kämpfen jetzt hier um den 5. Platz. Gut, du bist auf Platz 6. Einer noch. Boah, ist der am Fighten. Du näherst dich David Cooper. Du musst ihn unbedingt überholen. Ich weiß. Gott verdammt. Hier muss ich gleich langsamer werden. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch allzu schlimm. Wir pirschen uns jetzt so langsam heran wieder. Hier ist, glaube ich, wieder eine gute Chance zu überholen. Direkt zwei Leute überholt. Wir sind Vierter, meine Freunde. Mal schauen, ob wir noch jemanden überholen können. Fuck. Unsere Tür ist los. Schließ doch die Tür. Mein Gott. Was macht der da? Meine Fresse. Streckensau. Tolles Rennen, deine persönliche Bestzeit. Ich bin ganz angespannt. Ja, so fährt man im Und wir sind Erster, meine Freunde, wir sind Erster. Fahren wir das Ding noch nach Hause? Tolle Leistung, du liegst vorne. Okay, mit Rampe schon ein bisschen unfair. Mit einem kleinen Drifter rausgekommen. Und wir fahren das Ding nach Hause. Miau. Chaka. Ja, Leute. Wir spielen also weiter auf erfahren, würde ich sagen. Denn ich glaube, das ist ganz angenehm zu fahren, weil ich glaube, ohne diese eine enge Passage hätte ich ja Dinge nicht mehr gewonnen. Tolle Arbeit. Jetzt sind wir im Geschäft. Als erstes musst du dir einen Namen für dein neues Team aufbauen. So, wir internationalem Ansehen bauen ein neues Team. Also wirklich gut klingen. Richtig gut klingen. Ich hab da einen. LP und Skill. Klingt nicht schlecht. Ja, das sehe ich genauso. Du Fahrer verdient hast in die Reparatur des Mustangs und die Registrierung des Teams gesteckt und sind deshalb wieder ziemlich knapp bei Kasse. Unsere Mechaniker haben den Mustang wieder voll auf Vordermann gebracht. Er ist jetzt einsatzbereit. Wir brauchen jetzt nur noch unsere Teamfarben. So, super. Wähle die Farben und Muster für unser Teamlogo aus. Wir bringen das Logo dann ab jetzt auf jeden neuen Wagen auf, den wir erwerben. Wir wollen dich und deinen Wagen zu einem Marken machen, der fette Sponsoren und die besten Fahrer als Teammitglieder zu uns lockt. Dann liegen wir im Rennen ums große Geld ganz vorn.
Spiel was Einfaches. Sowas zum Beispiel, das ist wiederum geil. Und die zweite ist natürlich weiß. Und die erste. Schwarz. Und die Zahl, nehme ich meine Glückszahl. Die 14. So. Ist die ganze Welt des professionellen Rennsports vertreten. Sie ist in drei Regionen unterteilt. Die Vereinigten Staaten, Japan und Europa. Wenn du einzelne Wettkämpfe bestehst, steigt dein Ansehen in der jeweiligen Region. Außerdem erhältst du neue Lizenzen. Je mehr du davon hast, umso mehr Wettkämpfe kannst du bestreiten. Und umso mehr Geld kannst du gewinnen. Alles klar. Ich würde sagen, das nächste Rennen gibt's dann in der nächsten Folge. Bastis Random Games. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.